Jo, hallo, ich bin's wieder, The Nakrin. Ich habe hier ein schönes Gameplay. Ich verrate nicht, wie es ausgeht. Ich verrate nur eins, ich hatte zwischendurch einen richtig blöden Tod. Da hatte ich richtig, richtig viel Pech. War jedoch immer zu einer ganz anderen Sache. Bei mir kommen jetzt auch weitere COD-Gameplays. Allerdings wird der Standard nicht so hoch sein wie bei anderen Orten vielleicht, weil ich eben selber noch nicht so gut bin. Man sieht es vielleicht. Ich bin Prestige 1, Level 350 gewesen, als ich das aufgenommen habe. Inzwischen bin ich Prestige 2, Level 41. Der Schildtyp, der hat richtig gelust. Ja, genau, zum Gameplay selber. Ich habe da Hauptquartier auf Standoff gezockt. Die COD-Spieler unter euch, die zumindest Black Ops 2 zocken, wissen vielleicht, gegen wen ich da gezockt habe. Die anderen können es ruhig mal erraten. Bei mir wird eben der Standard nicht so hoch sein. Das heißt, wir werden vielleicht eher mal so gnadenlos oder so maximal kommen, bis jetzt. Das Höchste, was ich bis jetzt hatte, war gnadenlos. Ich kriege ja jeden Tag inzwischen mindestens einen Blutrünstig, weil ich mich inzwischen zumindest halbwegs hingelevelt habe. Die Scar habe ich inzwischen auch auf Gold, darauf bin ich ganz stolz. Das hat mich einige Zeit gekostet. Ich habe da jetzt gleich schon über 1000 Kills oder so. Ich muss mal nachschauen. Mal überlegen. Ich nehme es wirklich nicht voraus, nicht vorneweg. Ich frage wirklich nicht, wie das Geld ausgegangen ist. Ja, das ist halt so low. So low, die sind so low. Die andere war zu. Die andere da ist viel zu leicht. Conserve. Ja, ich spiele hier mit der SKH und der Cup. SKH mit schnell ziehen und Schaff. Die Scorpion Evo halt hier, die habe ich aufgenommen. Ich weiß gar nicht, was sie alles drauf hat. Als Scorestreak habe ich die Drohne, den Blitzschlag und die Herzograkete dabei. Und als Primärgranat habe ich das C4 drin. Ich habe hier ohne Team gezockt. Es war eine random Lobby. Ich hatte richtig Glück, dass auch ein Deutscher dabei war. Und der war sogar richtig gut, der hat zwischendurch auch mal Orbital rausgehauen. Wegen dem habe ich dann auch noch ein paar Kills zusammengekriegt. Ja. Da habe ich ihm eben geschrieben, dass er bitte das HQ als Hauptquartier einnehmen lassen soll, der durch die Sachen raushauen kann. Ohne dass die Dingens und dass wir einen Nachteil haben. Hier habe ich dann nochmal den Blitzschlag angesetzt, der hat mir ein paar wenige Kills gebracht. Ich weiß nicht wie viel, aber nicht so viel. Und ein Kill. Ja. Egal. Ich würde vorschlagen, ich lasse einfach das Gameplay ein bisschen laufen und schwafel dazu. Der hat wohl gedacht, er könnte mit einer Semtex einen Kill machen. Ist ihm nicht gelungen, glaube ich. Da hatte ich ganz kurz die Hände von der Tastatur genommen, das war so genial von mir. Hände weg, um mich zu kratzen oder so. Ich weiß selber nicht mehr genau, was das war. Und dann habe ich eben aufs Q gedrückt, ich erinnere mich auf Q, mein Primärgranaten habe ich selber keine Ahnung wieso. Und das hier war richtig bitter. Da habe ich nicht nachgedacht, da ich mich direkt danach auch geärgert, dass ich nicht die Scorpion rausgeholt habe. Weil ehrlich, mit dir bin ich relativ gut mit der Scorpion. Und da hatte ich noch eine Drohne rausgenommen. Und man sieht vielleicht, wir haben da oben diese komischen roten Dreiecke oder was von das ist. Und die hat der Kampfix, das ist da vorne, der. Der 55er. Hat die bekommen. Und das war ein Epic Kill. Ein richtig epischer Kill für mich. C4 oben reingehauen. Okay, ich wusste, dass der da steht, aber trotzdem. Und der hat richtig gelöst. Die hatte so einen Dusel. Da, man sieht, ich war extremst gedamaged.
Ich habe noch gekillt und den habe ich weggesprayt mit der Kap. Ja, ja, das war bitter. Jo, ja. Es wird jetzt einige Zeit lang nichts passieren. Das ist ein bisschen blöd, aber kann ich selber nicht so viel dafür. Okay, ich kann schon was dafür. Ich bin mehr so ein defensiver Spieler, der kaum was macht. Ja, ich tue schon relativ viel, aber nicht so viel, dass ich, keine Ahnung, 30-0 oder so hinkriege. Ohne Probleme ist es ein bisschen schwieriger für mich. Okay, gegen reine Bots, die auch für gut zocken, kann ich das ohne Probleme schaffen, aber wird es etwas schwieriger. Ich bin, oh, hier, ja, die Szene. Hier hatte ich auch nochmal so richtig Dusel, dass hier hinter mir noch einer stand. Weil diese Wächter, die macht einem Schaden. Wie man vielleicht sieht, für die Leute, die hier, die kein Dingens zocken, kein COD. Ja, und hier, da ist gerade einfach das Hauptquartier reingekommen. Ja, da habe ich die Drohne reingehauen. Die hatten noch ein paar Assets gebracht. Jo. Auch weil nur zwei, aber egal. Und jetzt gleich nehme ich dann das Hauptquartier ein. Ja, und ziemlich schnell darauf, ziemlich kurz darauf mache ich auch nochmal einen Kill. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt. Also sagt euch mal, bei wie vielen Kills ich jetzt bin. Ich weiß es. Nee, nicht. Außer ihr habt mitgezählt. Und der hatte so ein. Der. Das war so bitter. Einfach mal sich da rein mitbekommen. Ja, mit dem Headshot. Ja, falls ihr euch wundert, wieso das nicht angezeigt wird. Das habe ich jetzt mit dem Kinomodus aufgenommen. Erst vom Kinomodus abspielen lassen. Oder ich lasse gerade vom Kinomodus abspielen. Und der nimmt es eben nicht so toll auf. Der nimmt einfach nur so ein bisschen auf. Die ganze Pixel, die da. Okay. Wenn es so angezeigt wird, das zeigt ihm eben nicht an. Oh, und da. Ja, Head Glitching vom Bot. Vom anderen Teil halt. Head Glitching vom Gegner. Aber ich habe ihn trotzdem noch gekillt. Ist ja genial, ne? Ich habe mich echt, wieso ich die nicht gesehen habe. Oh, wieder einfach wegfliegt, ey. Wie dieser Körper einfach nur weggeflogen ist. Das war so episch. Naja, da haben wir schon wieder ein Hauptquartier. Das nehme ich auch ein. Das ist das letzte Mal, dass hier irgendwas eingenommen wird. Hier, der, da habe ich echt gedacht, das ist, erstmal habe ich echt gedacht, dass Gegner sei. Die rennen immer so komisch dahin. Aber es war doch keiner zum Glück. Hier habe ich nur die Drohne rausgehauen. Oh, gleich kommt. Gleich wird's cool. Gleich kommt der letzte Kill in diesem Kampf hier. Hier. Double Kill. Ein richtig schöner Double. Da hat jetzt der Kampfkrieg geschrieben, dass wir nicht mehr einnehmen sollen. Es hat mir jetzt, es hat mir jetzt echt leid für ihn getan. Leid für ihn getan. Sagt man das so? Egal. Weil eben, ja, weil eben deswegen wahrscheinlich keine Dinge mehr.